Ein herzliches Willkommen zu der Serie Faszination Bibel. Wir werden heute uns mit dem Thema beschäftigen, warum in der Dunkelheit zurückschauen, frei sein für die Zukunft. Es war im Jahr 1799, als man in einem Niltal einen großen Stein fand, den Stein von Rosetta. Er ist ungefähr so groß wie ein großer Tisch und man konnte mit diesem Stein nicht so viel anfangen, weil auf diesem Stein waren drei verschiedene Inschriften eingraviert. Einmal demotisch, einmal griechisch und zum anderen waren dort die Hieroglyphen. Und die Hieroglyphen konnte man nicht mehr lesen. Hieroglyphen war die Schrift, die die alten Pharaonen gesprochen haben, das Herrscherhaus. Das ist verloren gegangen. Man konnte mit den Hieroglyphen überhaupt nichts mehr anfangen. Und damals zu dieser Zeit, es war die Zeit Napoleons, er hatte in seinem Heer einen Offizier, der ein Sprachengenie war. Und ihn hat er freigestellt dafür, hat sich den Stein angeschaut und er konnte es demotisch lesen, kein Problem. Er konnte es griechisch lesen, auch kein Problem. Und er stellte fest, als er diese Inschrift las, sah er, dass eigentlich das Demotische und auch das Griechische der gleiche Inhalt war. Und dann war die Überlegung schon geboren. War es möglich, vielleicht die Hieroglyphen jetzt entziffern zu können, indem man weiß, was sie bedeuten? Es dauerte noch einige Zeit und dann hatte man die Hieroglyphen wieder entziffern können, lesen können. Und plötzlich tat sich eine Welt auf. Viele, viele Inschriften in Stelen konnte man plötzlich lesen. Und siehe da, man fand auch die Geschichte von Josef. Die Josefsgeschichten ist nicht nur eine Geschichte für Kinder, die sich ja sehr gut erzählen lässt, sondern sie haben einen ganz tiefen Sinn. Und ich denke, wir können sehr viel daraus lernen, was durch das, was damals geschehen ist, auch für unser Leben übertragbar ist. Jakob hatte 12 Söhne. Aus diesen 12 Söhnen kamen dann die 12 Geschlechter Israel. Und Josef und Benjamin, sie waren ja von der Mutter der Rachel, das waren seine Lieblingssöhne. Aber weil Josef und Benjamin von Jakob ein bisschen bevorzugt wurden, hatte er dadurch auch den Hass und den Neid geschürt auf seine Brüder. Und es dauerte nicht so lange. Da hatten seine Brüder einen Plan geschmiedet. Sie wollten mit dem Josef abrechnen. Sie wollten ihn im Prinzip umbringen. Einer hat sich eingesetzt, sodass sie ihn aus der Grube wieder herausgezogen haben und nach Ägypten verkauft haben, als Sklave. Das muss schrecklich gewesen sein, ein junger Mann als Sklave in Ägypten. Dort wurde er in ein Haus gebracht, des Potiphar, und er hat sich sehr gut dort eingelebt, er hat gearbeitet, er war wirklich ein Mann, auf den man sich verlassen kann. Aber die Gefahren waren damals nicht kleiner als heute. Die Frau des Potiphars hat ein Auge auf ihn gehabt. Und sie hatte ihm Angebote gemacht, die waren nicht gerade gut. Und so hat er eine Entscheidung getroffen. Und ich denke, diese Entscheidung sollten wir anschauen. Wir finden sie in 1. Mose im 39. Kapitel. 1. Buch Mose im 39. Kapitel. Und ich lese dort den Vers 9. Er sagt: Er ist in diesem Hause nichts größer als ich, so sagte der Potiphar. Und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun solch ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, Gott treu zu bleiben. Ganz gleich, was kommt. Es war nicht in erstem Augenblick zu seinem Nutzen. Die Frau hatte es fertiggebracht, die Schuld auf dem Josef zu wälzen und er musste ins Gefängnis. Aber wenn man Gott treu bleibt, braucht man keine Angst zu haben.
Gott, mit Gott ist man immer auf der Siegerseite. Hiob war es, der uns eine Hilfe, einen interessanten Gedanken niedergeschrieben hat. Im 31. Kapitel, gleich am ersten Vers, sagt er: Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blicke auf eine Jungfrau. Das ist interessant. Auch damals war die Versuchung nicht weniger als heute. Vielleicht ist heute diese Gefahr, dass man sich mit Gedanken abgibt, mit Bildern abgibt, die man früher so nicht kannte, noch viel größer. Josef war ein Mann, der sich ganz auf Gott verließ. Er war noch jung, aber er sagte: Ich möchte mein Leben Gott weihen, ganz gleich, was kommt. Auch wenn er im Gefängnis saß, er hatte auch die Gunst des Aufsehers. Er war derjenige, der überall half. Und als einer der zwei Gefängnisinsassen, die mit ihm zusammen waren, Träume hatte, hat er auch diese Träume gedeutet. Er konnte es. Gott hat ihm die Weisheit gegeben, das zu tun. Und er sagte dem einen, das war der Bäcker: Sie werden dich hängen. Und er sagte dem Mundschenk: Du wirst wieder in dein Amt zurückgerufen werden. Und genau so ist es gekommen. Aber er sagte: Wenn du dann einmal wieder beim Pharao bist, denke doch an mich. Ich möchte gerne auch wieder aus dem Gefängnis heraus. Er hatte es wieder vergessen, dass er einmal diesem Josef diese Bitte abgenommen hatte. Aber es dauerte noch einige Zeit, da hatte auch der Pharao einen Traum, der ihn sehr bewegte. Er sah 7 magere Kühe und 7 fette Kühe und 7 fette Ähren und 7 magere Ähren. Er konnte mit dem gar nichts anfangen. Und dann erinnerte sich der Mundschenk und sagte: Da war doch einer im Gefängnis. Und plötzlich war Josef wieder jemand, der eine Bedeutung hatte in dieser ganzen Sache. Er wird geholt aus dem Gefängnis. Wir lesen das im 1. Mose 41 und dort Vers 38 bis Vers 40. 1. Mose 41, 38 bis 40. Und der Pharao sprach zu seinem Großen: Wie können wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef: Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein. Ist schon interessant, nicht wahr? Gott hat das Geschick Josefs wieder gelenkt. Er kam zum Pharao. Er wurde sogar über alle die Bereiche seines Hauses gestellt, außer dass der Pharao noch sein Chef war. Aber sonst durfte er alles regeln, weil er wusste, da ist jemand, der die Dinge in der Hand hält. Der wusste, warum er sprach, weil er den Geist des lebendigen Gottes in sich hatte. Er hatte die Träume des Pharao auch gedeutet. Erst 7 fette Kühe, dann 7 magere Kühe, 7 fette Ähren, dann 7 magere Ähren. Und er sagte: Es wird so sein, die nächsten 7 Jahre werden sehr gut sein, das Getreide wird viel sein, aber dann kommen 7 Jahre der Hungersnot. Lasst uns jetzt die Dinge vorbereiten, dass das Volk nicht hungern muss. Und das hat Josef getan. Er hatte die Aufgabe von Pharao bekommen, die Dinge zu regeln. Er hat das ganze Getreide aufgekauft und vieles mehr. Und genau so ist es gekommen. Nach 7 Jahren kamen die mageren Jahre, die Hungersnot. Und das Volk kam und hat Speise gefunden, weil vorbereitet wurde. Diese Hungersnot war nicht nur in Ägypten, die war auch in Kanaan, und auch die Söhne des Jakobs wurden nach Ägypten geschickt. Wie das Gott manchmal führt, nicht wahr? Jetzt kam es zu dieser Situation, dass die Söhne des Jakobs, also Josefs Brüder, plötzlich mit ihm in Verbindung kamen. Nun,
Die Söhne dachten natürlich nie mehr, dass sie jemals Josef sehen würden. Sie hatten auch keine Ahnung, dass Josef in Ägypten an der Stelle des Pharao oder sein erster Mann war. Und so kamen sie zu ihm. Josef hat sie sofort erkannt. Er war in der Kleidung der Ägypter. Er hat mit Dolmetscher gesprochen. Er verstand jedes Wort, was seine Brüder ihm sagten. Und so hat er ihnen natürlich etwas mitgegeben. Er hat sich erkundigt. Sie haben sich schon gewundert, dass er so viel weiß. Er hat sich erkundigt, habt ihr noch einen Bruder? Ist er noch zu Hause? Benjamin ist natürlich nicht mitgekommen, sondern nur die anderen Brüder. Und so hat Josef praktisch die Jünger, seine Brüder mit Weizen versorgt, mit Getreide versorgt, hat ihnen sogar das Geld, was sie gezahlt haben, wieder oben drauf gelegt. Er hat viel getan, was die Jünger sich nicht vorstellen konnten. Und diese Brüder sich nicht vorstellen konnten. Aber es kam wieder so, dass sie auch das zweite Mal wieder kommen mussten, weil das Getreide zu Ende gegangen ist. Und jetzt kommt eine interessante Situation. Benjamin sollte mitkommen. Sie durften nicht mehr kommen, wenn nicht Benjamin dabei war. Und es war für den Vater wirklich grausam. Er musste seinen zweiten lieben Sohn, Josef hat er schon verloren, vielleicht auch verlieren. Das war für ihn nicht fassbar. Juda hat sich eingesetzt, dass er dafür bürgt. Aber als sie gekommen sind, als Benjamin da ist, es hat den Josef hat es das Herz gerührt. Er sah seinen eigenen Bruder wieder, den er so lieb hatte. Er hat ein großes Fest gemacht. Er hat ihm fünfmal so viel zu essen gegeben wie den anderen. Er hat alles so arrangiert, dass die Brüder staunten, wie konnte Josef oder dieser Pharao, der vor ihnen war, das überhaupt wissen. Und erst als er sich zu erkennen gegeben hat, war es ihnen klar. Er weinte fürchterlich, dass er wieder seine Brüder in den Armen haben konnte. Aber jetzt war dieses große Problem. Sie mussten nach Hause und mussten beichten. Sie mussten ihrem Vater sagen, lieber Vater, das, was wir dir vorher gesagt haben, vor Jahren, dass wilde Tiere Josef gefressen haben, gar nicht stimmt. Wir haben ihn verkauft. Ist das so einfach zu beichten? Ist das so einfach, etwas einzugestehen, was verkehrt war? Wir kommen manchmal in Situationen, wo uns das so leicht über die Lippen geht, wenn wir etwas verschleiern wollen, wenn wir etwas anderen sagen, was nicht so stimmt. Ich weiß noch gut, ich war Student und als ich wieder nach Hause gekommen bin, habe ich gesehen, dass mein älterer Bruder sich ein neues Auto gekauft hatte. Oh, ich wollte schon so oft ein schönes Auto fahren. Es war ein großes Auto mit weißen Skyledern. Und ich sagte ihm, weißt du, es ist viel zu schade, wenn du das Auto alleine fährst. Ich möchte auch ein bisschen fahren. Führerschein hatte ich. Er war nicht sehr begeistert, aber dann hat er zugestimmt. Und er sagte, fahr vorsichtig, ich möchte das Auto noch länger haben. Aber er packte mir etwas in den Kofferraum, ich sollte es zur Kundschaft bringen. Und dann bin ich gefahren. Das war wunderbar, so eine Straße mit vielen Kurven. Es war herrlich. Und als ich dann dort meine Sache abgeliefert hatte, hatte ich sogar noch was bekommen als Geschenk. Und so hatte ich das, eine Schokolade war das damals. Ich habe es dann so ein Rippchen gebrochen und auf den Beifahrersitz gelegt. Und dann bin ich gefahren. Dann ging das noch schöner, die Sträßchen zu fahren und Schokolade zu essen. Und dann kam eine Stelle, die ist sehr eng gewesen. Ich musste gewaltig auf die Bremse drücken, damit ich nicht zu schnell fahre. Und dann ist es passiert. Mir ist doch die ganze Schokolade mit dem Papier vom Sessel, Beifahrersitz, in den Fußraum gerutscht. Jetzt hätte ich natürlich anhalten können und hätte sagen können, naja, das kann man ja gleich wiederholen. Aber ich dachte, was kann einem guten Fahrer passieren, das macht man beim Fahren.
Und so habe ich gewartet, bis die Straße etwas gerad war. Und dann habe ich mich gebückt. Und ich musste ein bisschen den Kopf unter das Armaturenbrett bringen, sonst habe ich das Papier nicht bekommen. Und genau in dem Moment bin ich mit dem Auto in den Seitenstreifen reingekommen. Und damals war es so, dass die Seitenpflöcke, die Begrenzungspflöcke, nicht aus Plastik waren wie heute, sondern aus richtiger Eiche. Und dann gab es so einen hellen Pfiff. Und als ich ausgestiegen bin, es war schon dunkel geworden, dann sah ich einen hellen Streifen von der zweiten Tür bis zur Stoßstange in einem dunkelroten Auto. Mir ist bald das Herz stehen geblieben. Ich bin in meinem Leben noch nie so langsam gefahren wie in diesem Moment nach Hause. Was sage ich meinem Bruder? Und ich habe ihm eine Story erzählt, die hat sich gewaschen gehabt. Eine Story, die unter die Haut gegangen ist. Er war nicht glücklich, dass das passiert ist, aber er hat verstanden, es war besser, als wenn ich gar nicht mehr im Leben gewesen wäre. Und dann bin ich gefahren und dachte, das ist alles in Ordnung. Es vergingen einige Wochen, es waren vielleicht sogar 2-3 Monate, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war es ein Moment gekommen, wo mir das bewusst geworden ist, dass ich Gott bitte, lieber Gott, wenn es irgendetwas in deinem Leben gibt, was nicht in Ordnung ist, dann zeig es mir. Und ich hatte diesen Satz noch gar nicht richtig ausgesprochen. Da fiel mir der weiße Strich ein. Von der Tür bis zur Stoßstange. Und ich sagte damals dem lieben Gott, kannst du mir nicht was Leichteres sagen? Das muss doch nicht gleich das Erste sein. Aber mir war klar, wenn man etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist, dann muss ich es bekennen. Es dauerte lange, bis ich dann meinem Bruder gesagt habe. Aber es ist wie ein Stein von meinem Herzen gefallen, endlich wieder ins Reine zu kommen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man etwas mit sich trägt, von dem man weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Warum ist so ein Bekenntnis wichtig? Warum ist es notwendig, dass ich das sage? Weiß denn Gott sowieso nicht alles? Warum muss ich ihm das sagen? Ich möchte mal zwei Stellen lesen. Eine im Alten Testament und eine im Neuen Testament. Eine steht im Prediger. Das ist ein Buch, das sehr viele interessante Aussagen hat. Im Prediger, im letzten Kapitel des Predigerbuches. Das ist das 12. Kapitel. Und dort die letzten zwei Verse. Prediger, Kapitel 12. Und dort die letzten zwei Verse. Und dort lese ich, lasst uns die Hauptsache aller Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Also da wird uns schon bewusst, wenn irgendetwas im Leben aufgekommen ist, irgendetwas schiefgelaufen ist, man kann es nicht verschleiern. Das ist so ähnlich wie im Internet. Was einmal drin ist, ist gespeichert. Und die Bibel sagt uns hier, Gott weiß alles. Ich nehme noch einen Text im Neuen Testament. Der Paulus schreibt es den Hebräern. Und zwar im 4. Kapitel des Hebräerbriefes gibt es eine interessante Aussage, die uns hier ein wenig weiterhelfen kann. Vers 13, 12 und 13. Hier sagt das Wort, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor dem Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Scheinbar ist es wichtig. Gott weiß es. Und die Bibel sagt uns ganz klar, es gibt keinen
keine Möglichkeit, etwas zu verstecken oder ungeschehen zu machen. Es ist alles da. Aber die Bibel sagt uns, es ist notwendig, dass das Sündengeheimnis gebrochen wird. Wenn Jesus mein Anwalt ist, der sich für mich einsetzen kann, dann kann er mich nur vertreten, wenn ich ihm auch die Erlaubnis gebe, wenn ich ihm das sage. Wenn ich sage, Herr, es tut mir leid. Wenn ich etwas getan habe gegen einen Nächsten, dann muss ich dort bekennen, wo ich es getan habe. Aber wenn ich etwas getan habe, das nur zwischen mir und Gott ist, dann muss ich es ihm wenigstens bekennen. Aber er ist unser Fürsprecher und wenn ich ihm die Sache übergebe, dann sagt er, ich verzeihe dir. Weil es gibt einen Verkläger, so sagt die Bibel, der uns genau kennt und der sagt, warum soll der oder die gerettet werden, wenn sie das gleiche aufrührische Herz haben wie ich auch? Satan ist der Verkläger der Brüder. Und Jesus kann ihnen sagen, das stimmt, er hat es getan oder sie hat das getan, aber er hat es mir gesagt. Und weil er es mir gesagt habe, kann ich ihm vergeben und ich habe dafür schon bezahlt. Ich bin schon gestorben. Ich habe mein Blut schon vergossen für ihn. Hier ist der Freibrief für ihn. Das ist ein fantastisches Wort, das wir haben dürfen. Wir haben einen, der uns von unserer Schuld, von unserer Sünde freimachen kann. Ich möchte dieses Versprechen einmal lesen. Dieses Versprechen finden wir ganz hinten in der Bibel, in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Und da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Fantastisches Wort, nicht wahr? Wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, dann zieht uns Gott an, als wenn wir nie gesündigt hätten. Er reinigt uns. Er nimmt das weg. Ich möchte noch ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium dazufügen. Matthäus Kapitel 9. Da lesen wir im 12. und 13. Vers. Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernet, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Er weiß um unsere Menge, er weiß um unsere Schwachheit und er sagt, deshalb bin ich gekommen. Ich möchte dir das alles wegnehmen. Ich möchte dir einen neuen Anfang geben. Ich möchte, dass du wirklich lebst. Ich möchte, dass du lernst, in der Vergebung zu leben. Aber die Frage ist natürlich, wie oft muss man denn vergeben? Wenn man immer wieder Ähnliches tut, ist das nicht lästig? Muss man immer wieder vergeben? Muss man immer wieder zu Gott kommen? Muss man denn immer einem anderen vergeben, wenn er das Gleiche an mir tut? Wir haben gerade das Matthäus-Evangelium aufgeschlagen. Da steht im 18. Kapitel noch ein interessantes Wort. Vers 21 und 22. Petrus, einer der Jünger Jesu, er kam zu ihm und sagte und fragte Jesus, Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt siebenmal? Und stellen wir uns vor, jemand kommt siebenmal mit der gleichen Sache. Das ist schon lästig, nicht wahr? Die Antwort Jesu verblüfft. In Vers 22 sagt er, Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Es ist ja spannend, warum sagt er 70-mal siebenmal? Diese Redewendung 70-mal sieben kommt nur noch einmal in der Bibel vor. Im Alten Testament und zwar in dem Buch Daniel. Da geht es um das Volk Israel damals. Und da wird gesagt, 70 Jahre oder 70 Wochen sind verhängt, so heißt es dort, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk. Und da im
prophetischen Bereich ein besonderes Zeitmaß ist, das heißt ein Tag ist gleich ein Jahr, dann wären das 490 Jahre. Und 490 Jahre lebt kein Mensch, nicht wahr? Jesus wollte dem Petrus sagen, Petrus, solange du lebst, sollst du vergeben. Solange du lebst, will ich dir vergeben. Du brauchst keine Angst haben, dass ich müde werde, wenn irgendetwas in deinem Leben passiert ist und du möchtest gerne, dass es in Ordnung gebracht wird. Er hat, als der Gichtbrüchige damals von den Freunden durch die Decke gereicht worden ist, heruntergelassen worden ist, der nicht mehr reden konnte, beziehungsweise auch nicht mehr laufen konnte, weil er sehr viel Schmerzen hatte, da lag er nun vor Jesus. Und das Erste, was Jesus ihm sagte, war, deine Sünden sind dir vergeben. Das war eigentlich das Wichtigste. Er beschwerte sich nicht bei Jesus und sagte, ich bin eigentlich gekommen, dass du mich heilst von meinen Gebrechen. Nein, er war zufrieden, weil er wusste, das ist eigentlich der springende Punkt. Mit Gott im Reinen zu sein, ist mehr als alles andere. Weil dann einige Leute gemotzt haben oder gelästert haben und sagen, wie kann der Sünden vergeben? Könnte jeder kommen. Dann sagt er, weißt du, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jemanden zu vergeben, wirklich die Sünde wegzunehmen, heil zu machen, braucht die gleiche Schöpferkraft, als etwas zu schaffen. Manche Bitten erhört Gott sofort. Manche dauern länger. Aber eine Bitte erhört er sofort, wenn du zu ihm kommst und sagst, Herr, vergib mir, es tut mir leid. Ich möchte noch ein Wort lesen, das durch David aufgeschrieben worden ist. Er war in dieser sehr prekären Situation. Er hatte Ehebruch getrieben. Und ein Prophet hat ihm das gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Er soll Buße tun. Und so hat er einen Brief geschrieben, öffentlich, dem Psalm 32. Und ich lese die ersten Verse mal vor. Die können wie Balsam sein auf unsere Seele, wenn wir überlegen, was hier steht. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, den der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Seele. Es ist schön, dass wir solch einen Gott haben. Einen Gott, der vergibt. Schön, wenn wir mit dieser Bitte zu Gott kommen.